Liebe Freunde der Astrologie, heute ist Freitag, der 21. September 2018. Mein Name ist Norbert Giso. Heute wie gewohnt am Freitag mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Einiges habe ich ja gestern schon beim ausführlichen Tageshoroskop gesagt. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen chronologisch vor. Heute Nacht hat Merkur quasi die Sonne überholt. Er läuft jetzt vor der Sonne. Das kommt daher, dass Merkur eine Zeit lang rückläufig war, daher langsamer hinter der Sonne lief, jetzt die Sonne überholt hat und jetzt vor der Sonne läuft. Und jetzt eben Sonne und Merkur direkt zusammenstehend hier im 29. Grad der Jungfrau bringt es mit sich, dass das Denken sehr subjektiv ist, dass wir auch manchmal dem Denken und all den Dingen, die mit Merkur zusammenhängen, Denken, Kommunikation, Handel, Austausch, aber eben vor allem die geistige Verarbeitung, die Verarbeitung mit dem Verstand. Dieser Bereich ist jetzt besonders stark hervorgehoben und so kann subjektiv der Eindruck entstehen, dass das, was ich denke und sage, auch Wahrheit ist, ohne dass ich dabei berücksichtige, dass vielleicht jeder Mensch seine eigenen Gedanken, seine eigene Wahrheit hat und nicht nur meine subjektive Wahrheit stimmt. Hier gilt es eben auch achtsam und vorsichtig zu sein im Bereich der Kommunikation, weil wir auch sehen, dass hier Sonne und Merkur auf die Opposition zum Chiron zulaufen. Das heißt, darüber können eben auch können andere Menschen verletzt werden oder zurückgesetzt werden oder sich auch minderwertig fühlen. Und wir sehen eben hier, wie wir auch gleich beim Vollmond sehen werden, dass hier Sonne und Merkur aufs Quadrat zu Saturn im Steinbock zulaufen, was dann auch nochmal eine gewisse Prüfung bedeutet. Der Mond läuft heute im Zeichen Wassermann, ist also ganz der Freiheit, dem freien Ausdruck geschuldet. Wir möchten sozusagen uns nicht anpassen mit Mond im Wassermann. Wir möchten unser eigenes Ding machen und suchen dennoch nach Gleichgesinnten, mit denen wir zusammen Dinge besser bewerkstelligen können. Die ewig paradoxe Stellung der Planeten im Wassermann. Morgen früh um 5:41 Uhr wechselt dann Merkur in die Waage. Also heute ist auch Merkurwechseltag. Das ist immer so ein Bereich, wo wir auch vorsichtig sein müssen mit Entscheidungen oder den Abschlüssen von Verträgen etc., weil Merkur hier ähnlich wie bei seiner Rückläufigkeit verunsichert ist, bin ich dann noch in der Jungfrau oder schon in der Waage. Ab morgen in der Waage, Merkur dann der Waage, der Diplomatie, des Ausgleichs, der Harmonie sozusagen untergeordnet. Da kann eine Zeit der Verhandlung und des intensiveren Austausches beginnen. Morgens steht dann auch Merkur in Opposition zu Chiron, was das nochmal betont, dass wir eben vorsichtig sein müssen mit unserer Kommunikation, sowohl nach außen, anderen Leuten gegenüber, wie nach innen, in dem Gespräch mit uns selbst, also auch in unseren Gedanken, auch über uns selbst. Morgen Nachmittag dann um 14:27 Uhr wechselt der Mond vom Wassermann in die Fische. Das heißt, wir haben morgen Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr den Mond zwischen den Zeichen, eine gewisse unklare Situation. Dann aber der Mond in den Fischen bis in der Nacht zum Dienstag kommt dann mit dem Mond in den Fischen eine emotionalere Zeit vom Mond. Mit Mond in den Fischen suchen wir Erlösung, Verbundenheit, sind aber weniger konkret und weniger darauf geeicht, dem Alltag, der Pflicht und der Arbeit zu folgen. Dann in der Nacht zum Sonntag um 3:55 Uhr am Sonntagmorgen wechselt die Sonne in die Waage. Das heißt, es ist die Tag- und Nachtgleiche zum Herbst. An diesem Moment sind Tag- und Nachtkraft gleich lang. Von nun an aber mit der Sonne in der Waage wird die Nachtkraft stärker, die Nächte werden länger als die Tage, die dunkle Jahreszeit beginnt und damit eben auch in gewisser Weise der Rückzug aus der äußeren Welt, der sich dann durch die Waage eben dadurch zeigt, dass wir durch den Rückzug mehr gezwungen oder dazu geneigt sind, uns mit anderen auszutauschen. Es gibt weniger zu tun, die Ernte in der Jungfrau ist eingeholt und nun gilt es uns
den lieben Mitmenschen zuzuwenden und in den Austausch mit ihnen zu treten und dann zu schauen, was in diesem Austausch denn dabei herüberkommt. Also auch der Sonntag, Samstag, Sonntag, ein Tag des Übergangs von der Jungfrau in die Waage, was manchmal eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung es dann von nun aus geht. Am Sonntagmorgen dann auch die Sonne in Opposition zu Chiron, was eben auch bedeutet, dass wir eben am Wochenende vorsichtig sein müssen vor Verletzungen bzw. große Chance haben, tiefliegende alte Strukturen, die uns immer wieder Schmerzen bringen, klarer zu sehen und hier vielleicht auch innerlich den einen oder anderen Schritt zu machen, die Dinge anders zu betrachten, in Abstand zu gehen und dadurch eben auch für eine zunehmende Bewusstheit und Heilung in uns zu sorgen. Am Sonntagabend dann ist Merkur schon so weit fortgelaufen, dass er im Quadrat zu Saturn steht, was auch in gewisser Weise kritisch ist. Hier kann es zwar einerseits dazu kommen, dass wir bestimmte Dinge klar erkennen oder auch für uns verabreden, klar machen, aber auch hier kann die Kommunikation schwierig sein. Vielleicht fühlen wir von uns von anderen bedrängt dann oder zurückgewiesen oder reglementiert oder wir selber sind in dieser aktiven Haltung. Der Mond dann am Abend, der Sonntagabend dann um 19.22 Uhr, Konjunktion zu Neptun, der Sonntagabend eben bestens geeignet, weniger vielleicht in Gedanken, sondern mehr in Gefühl oder Betrachtung, Meditation zu gehen. Dann, wie gesagt, wechselt am Dienst, in der Nacht zum Dienstag der Mond in Widder und so kommt es dann eben in der Nacht zum Dienstag hier zum Vollmond im September, den ich dann am Montag natürlich nochmal ansprechen werde und gestern ja schon ganz gut besprochen habe. Sonne und Merkur in der Waage in Opposition zu Chiron, der Mond hier im Widder, alles im Quadrat zu Saturn. Der Mond im Widder möchte sich natürlich durchsetzen, möchte etwas durchboxen, stößt aber dabei auf die Widerstände entweder von außen durch die Gesellschaft, durch die Regeln oder von innen durch innere Hemmnisse oder innere Minderwertigkeit oder das Gefühl, ich schaffe es nicht. Andererseits gilt es auch, aber auch Grenzen zu setzen nach außen und nach innen, uns nicht zu dominieren lassen von sozusagen Regeln und Normen, sondern für uns klar zu entscheiden, was der für uns richtige Weg ist und mit Saturn ihn auch dann konkret zu gehen. Wie gesagt, auf den Vollmond gehe ich dann am Montag nochmal ein, hier schon mal angesprochen. Grundsätzlich also interessante Konstellationen am Wochenende und ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss, bis Montag.